So, da sind wir wieder zurück zu Siedler 6, Aufstieg eines Königreiches. Ja, wir befinden uns gerade in Mission 13, Montecito. Erinnert mich ein bisschen an Monte Carlo, aber egal. Also starten wir die Mission einfach mal. Ach, unser geliebter Ladebildschirm. Dazu sage ich jetzt irgendwie gerade mal nichts. Ah. Und Klänge irgendeines Instrumentes begleiten uns durch diesen Ladebildschirm. Oh, fertig. Dann hören wir uns doch mal die Missionsbeschreibung an. Pause ist weg. Euer Majestät, verzeiht. Einer der unseren wurde in einer persönlichen Angelegenheit abberufen. Doch das hier kann nicht warten. Uns bietet sich eine einmalige Chance im Land des Roten Prinzen, in der Baronie Montecito. Der Kastellan von Montecito will sich gegen seinen Herrn, den Roten Prinzen, auflehnen. Er legt das Schicksal seiner Stadt in unsere Hände. Um die Rebellion zu unterstützen, müssen wir zuerst Montecitos Wirtschaft stärken, damit wir in der Lage sind, Truppen zu rekrutieren und die Stadt zu verteidigen. Die umliegenden Dörfer der Stadt werden sich mit uns verbünden, wenn wir Erfolg haben. Wir müssen die Dörfer unterstützen, damit sie sich gegen den Roten Prinzen verteidigen können. Erstürmen wir die Höhle des Löwen, Euer Majestät. Lasst mich den Angriff führen. Also wir wissen ja, wo Alandra ist und die kann auch gefälligst schön weit wegbleiben. Zu Aber wir lange nehmen schon Hakim. kämpfen wir gegen den Roten Prinzen. Erweist mir die Ehre, diese Rebellion vor seine Tür zu tragen. Ja, Hakim, mache ich auch. Also dann starten wir die Mission. Montecito. Der Kastellan von Montecito will sich gegen den Roten Prinzen erheben. Wir müssen die Wirtschaft Montecitos stärken, um Truppen auszuheben und die Stadt zu verteidigen. Auch den umliegenden Dörfern müssen wir beistehen. Hört sich nach einer gewaltigen Aufgabe an. Ha, und wir können das Spiel starten. An dem wunderschönen Bach, See, irgendwas hier. Seid gegrüßt, meine Freunde. Lange genug hat der Rote Prinz euch und die anderen Siedler unterdrückt. Nun ist die Zeit gekommen, sich gegen ihn zu erheben. Wir heißen euch willkommen, edler Ritter. Ihr scheint unsere Notlage zu verstehen. Ja. Sprich weiter. Wir danken Okay. euch für euren Beistand gegen den Roten Prinzen. Wir brauchen einen Anführer, wenn wir uns befreien wollen. Wir haben von euren Erfolgen gehört und vertrauen euch. Das werde ich. Ich werde euch anführen. Der Rote anführen. Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Keim zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Wir müssen unser Kloster beschützen. Bitte schickt uns Holz, damit wir eine Palisade bauen können. Wir benötigen etwas Holz, um eine Palisade zu bauen. Wenn uns der Rote Prinz angreift, müssen wir unsere Leute schützen können. Wir benötigen Holz, um eine Palisade zu errichten. Ansonsten wird der Rote Prinz uns überrollen. Ja. Ich habe einfach schon mal ein bisschen angefangen zu bauen hier. So, hier kann ich ja wirklich ordentlich in die Wirtschaft investieren. Habe ich denn schon eine Räucherei? Nein. Gut, dann baue ich erstmal eine Räucherei. Okay, wir müssen, denke ich mal, einfach bis zu der angegebenen Zeit hier irgendwie fertig werden. Dann kann ich ja schon mal hier eine Minenarbeiterhütte hinbauen und dann da noch eine Jägerhütte. Meine Die Kenntnisse kann ich der natürlich ausbauen, die Architektur Holzfällerhütte reduzieren hier die auch. Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Hier kann ich auf jeden Fall noch eine Holzfällerhütte hinbauen.
Oh, hier ist sogar noch ein Dorf und sogar eine Getreidefarm. Hätte ich jetzt nicht gedacht irgendwie, dass ich eine Getreidefarm habe. Ui. Cool. Okay, da wird jetzt gerade alles ausgebaut. Die Fischerhütte wird noch ausgebaut. Die Holzfällerhütte da. Habe ich sonst hier noch irgendwas? Kann ich den Wald da denn abholzen? Ja, muss da eigentlich passen. So. Oder doch, die dürften sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Metzgerei ausbauen, Gerberei ausbauen, Bäckerei ausbauen, Metzgerei. Oh, ich habe nicht genug Holz. Schade. Kann ich die hier auf jeden Fall noch ausbauen. Und dann spule ich, glaube ich, ein bisschen vor. Ja. Vorspulen halt. Oder was haben wir hier? Hier haben wir einen See. Einen großen See. Auch Meer genannt. Oh, die haben zu wenig Wild. Also, Holzfällerhütte da ausbauen. Habe ich da noch eine Jägerhütte? Habe ich da oben denn schon eine? Nein. Oh, schade. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ah, Holz. Die ist schon voll ausgebaut. Wo habe ich denn da noch Holzfällerhütten? Da habe ich eine. Die da wird gerade ausgebaut. Ich glaube, da unten hatte ich doch noch auch irgendwo eine. Genau da. Oh, armer Getreidebauer. Oh, oh. Dann mache ich dir gleich eins. Hier haben wir auch noch eine Holzfällerhütte. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ich glaube, der Hafen war hier. Falls ich mich nicht irre. Ne, da ist ja schon der Pier. Und dann muss ich hier erstmal, wo sind denn noch meine übrigen Holzfällerhütten? Die ist ausgebaut. Die Jägerhütte muss noch ausgebaut werden. Das ist voll ausgebaut, das wird noch ausgebaut, das wird ausgebaut. Ah, das, da können wir nichts machen. Die Holzfällerhütte ist ausgebaut. Moment, so. Wieder ganz normale Geschwindigkeit. Oh, die Fischerhütte muss noch abgegradet werden. Und ich habe doch zwei Räuchereien. Oh, habe ich ganz übersehen. Oh, das kann ich auf jeden Fall noch upgraden. Ja, ich guck gleich, was du für Waren hast. Im Moment muss ich erst noch gucken, hatte ich hier jetzt noch eine... Nee, hatte ich nicht, oder? Ich glaube nicht, dass ich hier eine Wildhütte hatte. Beziehungsweise eine Jägerhütte. Was hat er denn so für Waren im Angebot? Söldner, Bogenschützen. Söldner, Feuer ich mal zwei an. Ja, ich glaube, sicherheitshalber. Alles klar. Auf euren kann er nicht schaden. Genau so. Und dann kann Hakim auch schon wieder zurück. Und die Burg muss einfach ausgebaut werden. Dann mache ich das auch mal. Und eine... Oh, eine alte Hütte. Die erstmal plündern. Wie gesagt, ich meine, die Güter aus dieser Hütte werden in meinen Besitz rechtmäßig überführt. Ja. Oh, 80 Gold. Immerhin. Ausbauen. Ist voll ausgebaut. Stahlmetzhütte wird noch gleich ausgebaut. Dann noch die Getreidefarm hier ausbauen. Ich würde auch gerne so Zäune bauen können. Aber es geht ja, soweit ich weiß, nicht. So. Wie ihr wünscht. Die anderen Gebäude werden natürlich noch alle ausgebaut. Soweit es geht. Genau so. Die Fischerhütte ist voll ausgebaut. Gut so. Befördern wir ihn doch mal. Diesen Titel zu tragen. Dann
Was wollte ich nochmal? Genau, das wollte ich mal bauen. Ich setze so. Die Segel. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Viel Spaß noch. Dann noch eine Seifenmacherei hier hinbauen. Die Holzverlöte ist ausgebaut. Ich glaube, das hier oben ist noch nicht alles ausgebaut. Oh, ich habe das Siegler-Limit erreicht. Ich glaube, das konnte man durch den Ausbau der Kirche richten, oder? Da. Gut. Kommt schon, Leute. Baut die Kirche aus. Ich brauche mehr Siedler. Ich spiele gerade auf meiner Posaune. Ist doch eine Posaune, oder? Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Ah, ist das angenehm. Und warten wir mal, bis die Kirche fertig ist. Oh, und wir können auch gleich noch eine Schwertschmiede bauen. Nicht, dass wir damit dann später noch in Verzug kommen und keine Truppen haben. Ah, die Kirche wird ja schon ausgebaut. Gut, dann gehe ich schon mal hier drauf. Unser Siedlerlimit ist erreicht. Ha, so. Kann ich noch eine Kirche und dann... So kann ich noch was bauen und dann... Kann ich natürlich noch hier die beiden Sachen einmal ausbauen. Und dann... Habe ich hier oben noch... Da! Ist noch etwas nicht ausgebaut, da auch. Das hier ist, glaube ich, alles ausgebaut, ja. Besenmacher ausbauen, Seifenmacher ausbauen. Und natürlich die Räucherei noch ausbauen. Und dann hier gleich die Schwertschmiede ausbauen. Ist hier sonst eigentlich alles... Nee. Bei weitem noch nicht. Dann spule ich erstmal vor, bis wir ein wenig Holz haben, damit wir alles upgraden können. Und, hier steht eine Kirche. Komm schon. Ich brauche Holz, ich brauche Holz. Und die Burg sieht ja richtig cool aus. Aber ich glaube, so eine hatten wir schon mal. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Also, Metzgerei ausbauen, Räucherei ausbauen, die ist ausgebaut. Und dann warten wir mal wieder. Gerberei noch ausbauen. Wir haben so wenig Wild. Wieso haben wir so wenig Wild? Da haben wir eine voll ausgebaute. Oh, ich sollte hier einen Weg bauen. Fällt mir natürlich früh ein. Ja, Leute. Schön für euch, dass ihr keine Sachen habt. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich habe auch meine Probleme, müsst ihr verstehen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Was hat er denn so im Angebot? Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken.